Gimme that Pro 5. Hier ist wieder Kalendos und ich sage Welcome back to Overlord. So. Wir sind in der Aufnahmesession, in der ich jetzt eben gerade die kleine Nebenfolge abgeschlossen habe, die Farming-Nebenfolge. Warte mal ganz kurz. Entschuldigung, ich habe zwischen den Folgen was getrunken und das hat sich jetzt irgendwie aufgestaut. Die feuchten Höhlen, willst du mich verarschen? Da will ich gar nicht hin. Ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen gehofft, dass ich, das ist jetzt noch aus der kleinen Nebenfolge, ich hatte gehofft, dass sich das hier unten speichert, aber der hat jetzt gespeichert, dass wir in den feuchten Höhlen waren und deshalb müssen wir jetzt, wir müssen nochmal durch die goldenen Berge, durch den Gebirgspass und wir haben ja alles freigeräumt, glücklicherweise. Wir haben jetzt ein paar mehr Schergen im Gepäck. Das ist ganz gut, weil ich ein bisschen aufgerüstet habe. Nee, hier wollten wir eigentlich nicht hin, ne? Nee. Nee. Wir wollten in die Festung. Hier, wie du siehst, haben wir 200 Schergen in etwa. Na, nehmen wir mal 20 davon. Hier haben wir 160. Das hatte ich auch irgendwie so im Kopf. Und haben wir hier? Hier haben wir noch 100. Dann nehme ich hier noch 5 mit. Hallo? Kannst du das mal ansehen? Dankeschön. So, und dann rennen wir hier wieder rein. Ich habe nämlich noch im Kopf, dass das gut funktioniert hat, dass man hier einfach wieder zurück kann. Also, dass man hier quasi einfach wieder rüber flitzen kann. Und an sich müssen wir jetzt gerade durchrennen können. Hoffe ich mal. Glaube ich mal. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die ganzen Gegner hier sind immer noch weg. Aber ich glaube ja. Gut, sehr gut. Hier hatte ich irgendwie auf der Treppe das letzte Mal einen ausgelassen, aber der scheint jetzt auch weg zu sein. Na gut, dann ist das so. Jedenfalls waren wir eben in der kleinen Nebenfolge, mit der Farming-Nebenfolge. Und wenn du die nicht gesehen hast, dann, weil du halt sagst, ja, interessiert mich nicht, wie er jetzt die ganze Zeit irgendwelche Schafe tötet oder Käfer tötet, dann überleg nochmal, ob du dir die nicht vielleicht doch angucken kannst, weil ich habe selber nicht damit gerechnet, aber es hat sich dann doch ein ganz gutes Gespräch entwickelt. Und ich habe sehr, sehr viel erzählt, auch unter anderem darüber, warum ich jetzt in der letzten Zeit so wenig aufgenommen habe. Denn, wie du ja gemerkt hast, ist es jetzt eine ganze Weile her, dass die letzte Folge gekommen ist. Ich meine, wenn du jetzt die Folge hier viel, viel später schaust, also wirklich viel, viel später, so ein Jahr später oder was weiß ich, dann interessiert dich das alles nicht mehr, dann ist Overlord auch schon längst abgeschlossen und ne, dann merkst du davon gar nichts. Aber die Leute, die jetzt aktuell dabei sind, oder wenn du jetzt aktuell dabei bist, dann hast du ja gemerkt, dass es jetzt wirklich höchste Eisenbahn war, mal wieder was aufzunehmen. Ich habe in der letzten Folge erklärt, woran das liegt. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört, ne? Boah, ich hoffe, dass wir nicht gleich zum Boss kommen, weil, oder dass wir nicht gleich wieder zu irgendwelchen Herausforderungen kommen, die, das sieht hier nach Boss aus, ne? Hier können wir alles auffüllen. Lebensenergie, Mana und Schergen können wir komplett auffüllen. Das heißt, jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein Boss. Na gut, dann ist das so. Das muss Goldo sein. Das finde ich ja goldig. Oh mein Gott, ich hasse mich. Wie ging das nochmal? Oh nein! Ich meine kleinen Idioten. Lass meine kleinen Idioten in Ruhe. Kommst du her? Nee, kommst nicht. Scheiße! Ah. So. Wie ging das denn? Oh mein Gott. So, pass auf. Ich hab sie einfach alle gekillt. Ich Idiot. Okay. Und er ist einfach noch mal überhaupt nicht tot. Oder so. Sie sind alle tot.
Oh Mann, das gibt's doch nicht. Na gut, dann mach ich's selbst. Dann muss ich mich wenigstens nicht um die Schergen kümmern. So, irgendwie scheint er jetzt festzustecken. Das ist mir ganz recht. Weil ich dann ein bisschen erzählen kann. Wo war ich denn jetzt eben? Was wollte ich denn eben erzählen? Ein einsamer Overlord kämpft ohne Zeugen gegen die Feuerwalze. Ich habe mich ja eigentlich so total auf diese Feuerwalze gefreut. Weil irgendwie ist es auch ein bisschen doof, dass der Gegner jetzt, also dass der Boss jetzt. Warte mal, ich bin mal still. Irgendwie ist es auch ein bisschen doof, dass der Boss jetzt quasi durch so einen Bug drauf geht, weißt du, dass der sich einfach gerade nicht rühren konnte. Ob hier. Ja, das ist ja super, aber ich habe keine Verwendung für dieses Ding. Ich muss den jetzt so kalt machen. Naja. Aua. Zum Glück habe ich die neue Rüstung. Bisschen doof. Ich hätte dir jetzt gerne gezeigt, wie man den Boss intelligenter platt macht, aber so ist das. Ich habe mich ja eigentlich total auf die Feuerwalze gefreut, weil irgendwie Zwerge brauchen eine Feuerwalze. Es ist einfach so. Ey, wenn wir den jetzt platt machen, dann haben wir nachher gar keinen, der für uns rootet, also der gar nicht sagt, mach ihn platt, wie das normalerweise bei den Bossen so ist, wenn die halt platt sind. Ich sollte die Bosse immer so töten. Ohne die Schergen. Obwohl das natürlich ein bisschen traurig ist, weil das Spiel lebt halt von den Schergen oder mit den Schergen. Aber wir müssen ja auch noch Golde platt machen. Der wird wahrscheinlich hier aus der. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das Spiel zwar irgendwann mal durchgespielt, aber ich glaube irgendwann mal. Also ich glaube, wir müssen Golde noch platt machen. Na komm, ein Schlag noch. Juhu! Boom. Ich mag ja eigentlich die Zwerge. Ach, der ist schon platt. Wir hätten jetzt wahrscheinlich gesehen, wie die routen, aber. Weißt du, bis zum letzten ein Kämpfer. Ich mag Zwerge total. Zwerge sind somit mein Lieblingsvolk. So, ich mach ihn jetzt aber mal tot. Also Zwerge sind somit mein Lieblings-Fantasy-Volk. Allerdings hätte ich jetzt gerne die Möglichkeit, dem seinen ganzen Stuff einzusammeln. Och man. Das wäre jetzt schön gewesen. Goldos Schatz, ihr solltet diesem Gold ein schönes Zuhause bieten, Herr. Vollständig ausgemerzt. Keine Elfen mehr? Ach, was für ein Mord. Wir sind die Letzten. Lass die Elfen nicht in Vergessenheit geraten. Priester, alles bricht zusammen. Das Gold oder die Elfen. Ja, komm, wir sind ja eigentlich böse, aber wir holen jetzt die Elfen. Es täte mir leid, irgendwie die Frauen da sterben zu lassen. Ganz ehrlich. Aber ich will gerne noch hier Goldos Zeug. Genau. Sehr gut. Das fand ich wichtig. Wir retten die Elfen. Kann ich nicht beides haben? Guck mal, die können jetzt das aufdrehen und die können das Gold holen. Weißt du? Dass ihr es wert waren, all das schöne Gold zurückzulassen. Jetzt macht, dass ihr da rauskommt.
Ich find's ja total geil, wie die gerannt sind gerade so. Naja. So, wie ging das hier? So. Ich hatte ja herausgefunden, dass ich hier umschalten kann. So, und jetzt müsste es eigentlich soweit sein, dass die anderen Schergen, ne, hier herausgefunden haben, wie man, weißt du was, das letzte Mal habe ich das mit der Feuerwalze irgendwie hingekriegt. Aber ich schieb's jetzt einfach mal darauf, dass ich so lange nicht aufgenommen habe. Was wollte ich denn erzählen? Irgendwas hat gerade gebimmelt. Ich hoffe mal, dass mit der Aufnahme alles stimmt. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen paranoid. Ich brauche unbedingt einen zweiten Bildschirm, wo ich die Aufnahme des Sounds quasi noch überprüfen kann. Weil, ne? Das würde mich jetzt unheimlich ankotzen, wenn ich weg wäre. Gerade auch wegen der letzten Folge. Aber wenn du das hier hörst, dann ist ja offenbar alles gut gegangen. Oder wenn du das hier hörst, dann habe ich, dann haben wir eine ganz schlechte Soundqualität, weil ich dann nämlich den Sound von der Kamera benutzt habe, um das hier zu unterlegen. Was natürlich den Vorteil hätte, dass ich nicht so viel Soundbearbeitung hätte. Also, dass ich dann einfach bloß den Sound von der Kamera nehmen muss, den ich nicht bearbeiten kann. So ist es einfach. Aber schauen wir. Ich ergehe mich gerade schon wieder in solchen Überlegungen, die für dich völlig irrelevant sind, merke ich. So, Jungs, ich habe eure Mädels gerettet. Können mir ja mal eine ausleihen oder so. Oh, ist das frauenfeindlich gewesen, oder? Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Also hier, ne? Ich bin ja mittlerweile mehr Held als böser Overlord. Wir gehen euren Turm zurück, Meister. Ich habe Informationen über die Schergen in Judas Territorium. Das habe ich so ein bisschen erwartet. Deshalb gehen wir dahin. Es wird jetzt wahrscheinlich ein kleines Video geben. Also gucken wir uns mal an. Verschwinde ich eigentlich in den Videos von Overlord? Das muss ich mal in anderen Folgen nachsehen, weil ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Die Schergen haben ein abgelegenes Portal gefunden. Das ist wohl die Hoborsche Wüste. Ja, gar nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe noch mal hier runter, weil eventuell haben wir jetzt genug Kohle zusammengespart. Ich meine, wir haben ja jetzt Geld zurückgelassen. Aber eventuell haben wir jetzt genug Geld, um den neuen Helm mal zu kaufen. Da mache ich jetzt auch keinen Skip, weil das geht ganz schnell. Na, wir haben nur 5000, okay. Da fehlen noch 3000. Ich habe mich ja mittlerweile auch daran gewöhnt, dass das so komisch aussieht. Ist schon okay. Hier brauchen wir sonst nichts weiter. Gut, dann... Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Folge voll, deshalb gehen wir jetzt mal los. In die Ruborische Wüste. Ich weiß gar nicht... Weißt du, was die 1 hier daneben bedeutet? Ich glaube, das heißt, dass da irgendwie noch ein Auftrag auf uns wartet, den wir noch nicht abgeschlossen haben. So ein Nebenauftrag, oder? So eine Nebenmission. Aber ich gehe jetzt in die Wüste. Ich schicke mich selber in die Wüste. Das würden bestimmt einige gerne mit mir machen. Ich nehme einfach mal wieder ein paar mit. So, wir haben ja jetzt genug. Und ein paar rote Schergen sind hier bestimmt auch nicht so schlecht, weil wir bestimmt auf Feuer treffen in der Wüste. Wüste und Feuer passt auch zusammen. Ich bin so überrascht, dass ich immer noch so viel kann von dem Spiel. Also, dass die Steuerung immer noch so drin ist. Hier holt man das ganze Gold hier raus. Hab mich eben noch darüber beklagt.
Genau, und weißt du, was ich nämlich gemacht habe beim letzten Mal, als ich das Spiel das letzte Mal durchgespielt habe? Da habe ich nämlich bis zum Schluss diesen kleinen Kerl mit Goldos Krone aufbewahrt. Also der hat bei mir bis ganz zum Schluss, bis nach dem letzten Boss überlebt und jetzt wäre er schon wieder fast draufgegangen. mal gucken, ob ich das dieses Mal auch hinkriege, aber ich würde mich nicht drauf verlassen, weil Zocken und Let's Playen sind echt zwei verschiedene Dinge. Das ist so, wenn du nebenbei redest, dann hast du einfach nicht so viel Konzentration fürs Spiel, aber das, glaube ich, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich weiß echt nicht mehr, wie ich das letzte Mal gemacht habe mit dem Goldo, also mit der Feuerwalze. Gab's hier Treibsand? Ich hoffe nicht. Ein Wasserloch. Ja, machen wir noch mal ein paar Käferchen platt. Warum benutze ich eigentlich nur die Frauen? Wahrscheinlich, weil es übersichtlicher ist. Und mittlerweile kriegen die ja auch schon die goldenen Waffen. Komm zurück! Komm zurück! Gut, gehen wir mal. Ab in die Wüste. Oder weißt du was, wir machen das hier noch auf. Wir können es gebrauchen. Die Schergen mit den goldenen Waffen, die gehen echt ganz schön ab. Also die sind richtig krass. Geht das hier nicht auf? Ich wünschte, meine alten Knochen wären auch so hart. Ja, genau. Etwas mit mehr Durchschlagkraft, um sie zu zerbrechen. Gucken wir doch mal, ob wir was finden. Aber wahrscheinlich müssen wir durch das Wasserloch, so wie ich das denke, oder so wie ich das erwarte, oder so wie ich das fühle. Was ist denn das da oben? Ach, so ein komischer Ninja schon wieder. Achtung, Meister! Diese Wache wird sicher ihre Freunde alarmieren. Ne. Alter. Sag mal. Die alle tot? Gut. Ja, keiner verloren, sehr schön. Wir rüsten die auf jeden Fall mit den goldenen Waffen aus, weil die sind richtig hammerkrass, wenn die goldene Waffen haben. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Das ging ja jetzt doch ein bisschen fixer, als ich gedacht habe mit Goldo. Und ich habe ganz ehrlich gesagt vergessen, was ich gesagt habe am Anfang der Folge. Ich war irgendwie voll im Gespräch drin und ich hatte erwähnt, dass du dir auf jeden Fall mal die letzte Folge geben solltest. Oh. Die Juden der Wüstenkönige. Okay, Tremors oder was? Ich gehe jetzt einfach mal hier außen lang. Genau, wenn man den Sand betrifft, der Sand ist Lava sozusagen. Also so ein ähnliches Spiel haben wir auch in Dishonored jetzt gespielt. Dishonored habe ich ja jetzt angefangen, wie du mitbekommen hast. Bei Dishonored muss ich noch sagen, da müssen wir noch mal gucken, wie wir da weiter vorgehen. Ich werde auf jeden Fall noch eine Folge Dishonored aufnehmen, falls du Dishonored verfolgst. Und ich will das da drüben haben. Ich traue mich aber nicht da. Wir haben keine Grünen. Ja, nicht so viele. Ich habe ein bisschen Angst, den jetzt darauf zu schicken. Komm, latsch mal darüber. Oh, der frisst den ja trotzdem. Nicht schön. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die zu töten? Das muss ich jetzt mal irgendwie herausfinden. So, du rennst jetzt darüber. Und du rennst möglichst weit von dem weg.
willst du mich verarschen? Der erreicht uns doch hier noch. Ich will hier weg. Panik. Es gab hier eine Möglichkeit, die Viecher zu töten. Da bin ich mir sehr sicher. So, du rennst richtig schön weit von ihm weg. So, das bitte weiter. Ich weiß nicht mehr, wie man die klein kriegt, aber es gab eine Möglichkeit, die klein zu kriegen. Komm mal zurück. Ich will den mit der Krone nicht verlieren. Und ich will dieses komische Ding da drüben haben. Wir stratzen jetzt schnell hier rüber, kommt. Lauft, lauft, lauft. Oh. Ach nee, ne? Ach, du Wichser, ey. Nein, nein! Vorsicht, Meister, Sie sind gefährlich. Ich hätte es anders machen müssen. Ich hätte den Knallkäfer darauf drücken müssen. Mein kleiner Kronenfreund. Och nee. Oh, das gibt es doch nicht. Ja, wie gesagt, Let's Plays sind was anderes als... Das gibt es doch nicht, dass ich jetzt schon wieder alle Schergen verloren habe. Okay, ich gehe zurück und hol neue. Oh Mann. 10 Minuten haben wir noch. Da werden wir es ja wohl hinkriegen. Ja, ja, ja. Ich sollte vielleicht einfach mal ein bisschen taktischer vorgehen und nicht einfach immer wie so eine besenkte Sau durchrennen. Nicht immer so kopflos losrennen. Ah, jetzt ist die Krone futsch. Und jetzt ist auch die ganze Ausrüstung futsch, die wir zusammengesammelt haben. Die ganzen goldenen Waffen sind weg. Ah, nein. Das gibt es doch nicht. So. Wir nehmen noch 10 blaue mit. Und 5 rote. Ja, ich mein Gott, das passiert, ne? Also, ich stelle mir gerade die ganzen Kommentare vor, die jetzt darauf folgen. Ich will sie mir gar nicht vorstellen. Aber sie würden zu Recht geschrieben werden, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also so dämlich muss man ja erstmal sein, ganz ehrlich. So, macht noch ein paar Kisten kaputt, vielleicht ist da noch was drin. Na super, wenigstens noch eine Axt, die keiner will. Hallo? Könnt ihr da mal reingehen und euch noch die Ausrüstung holen? Dankeschön. Gibt es doch nicht. Ja, natürlich. Es gab eine Möglichkeit, um diese Viecher platt zu machen. Ich war einfach bloß zu... hasty, also ich war zu ungeduldig. So, einer geht jetzt hier hin. Und einer kommt mit mir mit. Sehr gut. Angriff! Komm mit! Idiot. Jetzt habe ich alle gerufen. Kommt, 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 kommt. Schneller, 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 schneller. Ihr kleinen Idioten, ihr kleinen Idioten. Hallo. Wir machen dich mal platt. Wenn's okay ist. Ja, ist mir auch aufgefallen. Schergen kennen wohl den Unterschied zwischen abgelegen und sicher nicht. Tut mir leid, ihr Gehirn ist ziemlich klein. Ach, da wäre auch noch ein Schergennest gewesen, aber na gut. Abgelegen und sicher. Was wollen wir damit sagen? Kommt, 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 kommt. Da kommen neue raus. Das ist eine gute Sache. Weil wir die eventuell provozieren können. Ach. Wie machen wir das denn mit diesen Fuckkäfern? Ach. Das sind die Brutstätten der Kälte. Na, das finde ich doch nice. Und wo ist jetzt dieser komische. Kommen die hier runter? Warte. Kommt wieder einer raus. So, pass mal auf. Wir schicken jetzt mal hier einen hin. Jetzt wird der sauer und geht auf den los. Und du rennst jetzt nach Möglichkeit da runter. Nee, kann er nicht. Warum kommt er da nicht runter?
Hier muss es doch irgendwo eine Möglichkeit geben. Ah. Zumindest können wir die jetzt hier kaputt machen. Ja, 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 will ich ja. Da kommt wieder einer raus. Ach, jetzt ist es hier offen, sehr schön. Einer von euch kann sich das hier mal aufsetzen. Sehr schön. So, und irgendwie muss es jetzt hier eine Möglichkeit geben. Ihr zwei, darüber. Ihr beiden bleibt hier. Warum kämpfen, wenn man andere dafür bezahlen kann? Jeder ist käuflich. Was für eine Kinderstube. Der jungen Dame gehört der Hintern versohlt. Das kann ich übernehmen. Mich würde jetzt viel... Ich finde den so geil, der den Käferkopf trägt. Mich würde jetzt mal viel mehr interessieren, warum kann die da rüberspringen und wir nicht? Lass mich hier durch. Weg hier! Weg hier! Mann. So, du bleibst jetzt mal da unten stehen. Ey, ich muss mich hier gerade wirklich konzentrieren. Das ist schon wieder diese Rätselkacke hier. Einer rennt jetzt hier runter. Bitte schön. Möglichst dahin. Genau. Und jetzt machen wir den hier platt. Es hilft wirklich, das laut zu sagen, was ich hier tue, weil ich mich dann viel besser darauf konzentrieren kann, was ich hier tue. Toll. Und schön ist natürlich auch, dass die alle nicht ausgerüstet sind und einfach mal sofort plattgeschossen werden, wenn die auf diese Ninjas hier treffen. Ich helfe mir mit. So. Aber... Wo waren jetzt hier, wo waren jetzt dieser komische Sandkäfer? Weil den wollte ich auch gerne noch. Also dieser Tremor. Ich nenne die jetzt Tremors, weil die sich genauso verhalten. Hast du den Film gesehen, Tremors? Ist eigentlich so ein bisschen klassische Horror, Filmkunst, könnte man sagen, oder? Kommen hier immer wieder neue? Das war ja ein bisschen lästig. Kann ich nicht gebrauchen, dass hier immer wieder neue kommen. Aber was ich gebrauchen kann, ist hier mal ein bisschen aufzufüllen. Was hatte ich denn eben erzählt? Ich war irgendwie mitten im Gespräch und dann ist hier wieder alles schief gegangen. Ich gehe auf jeden Fall nochmal zurück und versuche diesen komischen Wurm platt zu machen, weil ich hätte gerne ein bisschen mehr Mana. Das wäre sehr nett. Zum Glück lassen die uns ja einigermaßen gut in Ruhe, wenn wir hier oben einfach bloß lang gehen. Oh, hier ist noch was. Das war jetzt ein bisschen dämlich von mir. So. Ach so, wieder abziehen. Sehr schön, wie das hier funktioniert. Dann können wir das hier wenigstens platt machen und die finden garantiert wieder Ausrüstung da drin und dann sind die Ninjas auch nicht mehr so ein Problem. Sehr gut, hat sich gelohnt. Oh, da ist ja wieder einer. Was brauchst du denn? Ich mache mir ganz leicht platt. Außerdem finden wir so auch wieder ein bisschen... Kannst du mal da hinten nicht einfach stehen und dich platt machen lassen? Dankeschön. Das darf auch mal nicht kaputt machen. Das ist jetzt unnütz. Ey, meine Gedanken sind schon wieder so konsumiert von diesem ganzen Kram, der hier passiert, dass ich einfach... Ich rede ja einfach gerne mit dir, weißt du? Ich erzähle dir ja so gerne einfach Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Aber wenn mir hier die ganze Zeit das Spiel wieder solche Herausforderungen stellt, die einfach so komplett meine Gedanken konsumieren, dass ich einfach überhaupt nichts anderes mehr im Kopf habe, dann kann ich auch nicht groß mit dir reden. Was ein bisschen schade ist. Aber
es passiert ja auch genügend hier im Spiel. Also das ist ja gerade auch das Schöne an Let's Plays, dass es irgendwie so eine, also ich finde es sehr schön, dass es irgendwie so eine Multi-Unterhaltungsgeschichte ist. Also einerseits haben wir die Möglichkeit, dem Spiel zu folgen und andererseits haben wir die Möglichkeit, uns ein bisschen zu unterhalten. Was beides gut ist. Gibt es hier wirklich nichts, wo man irgendwie... Ach so. Ah, hier, guck mal an. Wie können wir runter? Wenn wir das wegsprengen. Und so kommen wir dann auch an diesen komischen Wurm. Mich ärgert das so ein bisschen, dass die draufgegangen sind. Also dass wirklich unser ganzer Stuff, den wir... Also gerade die, die auch... du sollst hierher kommen. Was ist das hier? Lauf! Es könnte alles so einfach sein. Habe ich schon mal gesungen. Ich glaube, in Dead Space habe ich das gesungen. So, nun aber. Ist hier wieder ein neuer Käfer? Komm mal da raus. Du lahme Socke. Dankeschön. Na, nicht. Nicht den gleich wieder kaputt machen. So, lauf dem hinterher. Sehr schön. So, jetzt haben wir, denke ich, genügend Zeugs weggeräumt, damit wir das hier auch endlich mal in Angriff nehmen können, diesen komischen Wurm da unten Platz zu machen. Dann können wir auch unseren Mann ein bisschen aufstocken, wenn hier jetzt endlich mal dieser lahme Käfer wieder rauskommt. Dankeschön. Irgendwie muss ich den immer aktivieren. Ah, ich werde das von hier oben alles steuern. So. Denn glücklicherweise muss ich den ja jetzt nicht mehr kaputt machen. Lauf, du kleiner Idiot. Lauf schneller. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der jetzt tot? Ach so. Aber ist der andere jetzt tot, den wir da runtergeschickt haben? Ey, dass der hier immer nicht rauskommt, wenn wir den nicht aktivieren. So, ich mach das jetzt nicht mehr von hier oben, weil ich glaube, wenn ich hier unten stehen bleibe, geht's schneller. Beeil dich. Komm. Komm doch mal zurück. Oh. War's das schon? Ist der jetzt tot? Ich schick mal probehalber einen drauf. Oh. Sehr schön. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Das war mir gar nicht bewusst. Das finde ich ja großartig, dass das alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir hier hinten an diese Kiste noch rankommen. Ich glaube eher nicht. Denn das Problem ist, dass hier hinten, glaube ich, weitere von diesen komischen Sandwürmern warten. Und ich weiß nicht, wie wir die platt machen können. Wow, es sind tatsächlich noch welche da. Ich glaube, jetzt habe ich alle von diesem Objekt auch wieder abgezogen. Aus Panik. Panik! Aber weißt du was? Wir haben in dieser Folge Goldo platt gemacht. Wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall noch um das Objekt, wenn ich es wiederfinde. Aber ich darf nicht groß überziehen, weil ich jetzt die letzte Folge schon so lange gemacht habe. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge geschafft. Wir haben uns auf jeden Fall hier gut umgesehen. Ich habe ein bisschen rumgeeiert mit diesem komischen Sandwurm und ich reg mich immer noch drüber auf, aber
passiert. Ich sollte mich über sowas nicht aufregen. Das passiert einfach wirklich. So, und wir haben nämlich jetzt schon wieder 35 Minuten voll. Wir hauen dieses Objekt noch in den Turm. Vielleicht mache ich den Weg noch frei. So Raiffeisenbank-mäßig. Zu, Hurra! Hier, weißt schon, das hier noch wegsprengen. Dann müssen wir das in der nächsten Folge nicht machen. Das mache ich jetzt noch. Dann haben wir das und dann ist es gut. Und dann gehe ich zurück zum Turm und beende die Aufnahmesession hier. Ich bin einfach froh, dass es heute überhaupt mal wieder geklappt hat, aufzunehmen. Das war doch hier, ne? Ja, gut. Und dass das alles so geklappt hat, wie es soll. So. Da hinten wartet Jula auf uns. Wahrscheinlich auch noch mehrere andere Scheiße, wie ich mir das anschaue, weil dort... Erinnert mich gerade so ein bisschen an Zelda, Ocarina of Time. Weißt du das? Aber wir quatschen in der nächsten Folge mit Jule. Dann haben wir gleich was am Anfang. Warte mal. Das hier kann noch irgendjemand aufsagen. Sehr schön. Freut mich. Ich gehe zurück zum Turm. Dort beenden wir die Folge. Ich finde es super geil, heute das wieder gemacht zu haben. In der letzten Folge habe ich viel angedeutet, dass mir das auch sehr hilft, dass das auch einen ganz persönlichen Nutzen für mich hat, das hier zu machen. Und ich merke es auch aktuell wieder, weißt du, ich bin schon wieder so gut drauf. Ich will schon wieder gar nicht aufhören. Mit dem neuen System kommt das. Mit dem neuen System nehme ich stundenlang auf und bin nicht mehr so eingeschränkt. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier hoch, dann kann ich mich in Ruhe verabschieden. Und hier hinten an dem Feuer knackt es immer so ein bisschen im Hintergrund. Das hat nichts mit meiner Aufnahme zu tun. Soll jetzt auch nicht rechtfertigend, sondern erklärend sein. Mir wurde nämlich gesagt, ich darf mich nicht so viel rechtfertigen und da gebe ich auch recht. Aber ich wollte das nur mal erwähnen, weil ich hier immer an dem Feuer stehe. Das hat nichts damit zu tun, dass mein Mikrofon knackt oder was weiß ich. Hatte mich mal jemand gefragt. Sondern das ist das Spiel. Alles klar. Gut. Ich sage einfach mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin, ciao. Gemüse. Hier ist wieder Quentin, und ich sage Welcome to Dishonored. Ja, toll. Jetzt habe ich es gleich natürlich am Anfang verkackt, das ist echt schade. Denn das letzte Mal habe ich es geschafft, die alle am Leben zu lassen. Overlord ist einfach immer so das Konfusionsspiel schlechthin für mich. Also es ist einfach so... Weißt du ja, habe ich auch schon mal, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesagt, in einer alten Aufnahmesession, auch im Secret Ending, ich weiß es nicht. Doch, habe ich, kurz bevor wir auf die Riesenschnecke getroffen sind, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Aber da merkst du einfach auch schon wieder, also erstmal ist es schon sehr, sehr lange her, dass ich aufgenommen habe und das nächste Ding ist, dass ich einfach schon wieder, mein Gehirn ist schon wieder weg. Da war doch nie eins, sagen jetzt böse Zungen. Na gut, egal. Das ist fies. Wer sagt sowas? Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.